Hallihallo, Ubuntu 11.04. Halt, stopp, wir sind im Jahr 2015. Ubuntu 11.04, Netty Narwhal, entdeckt auf einem der zahlreichen Laptops, die ich ab und zu mal wiederbekomme. Diesen Laptop habe ich jetzt seit 4 Jahren nicht gesehen. Ist nie aktualisiert worden. Der Benutzer hat keine Ahnung von Linux, wollte einfach nur ins Internet und hat das regelmäßig benutzt und alles angeklickt, was unerfahrene User immer anklicken. Anzahl Probleme und Computerviren 0. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ja? Also ein Ubuntu-System, vor dem ein unerfahrener User sitzt, der so ziemlich alles anklickt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, ja? Aber nichts zusätzlich installiert, einfach nur im Internet surft. Firefox auf der Version 16 schon längst nicht mehr aktuell. Das System hat kein Problem. Kein Virus, keine Malware, funktioniert einwandfrei. Könnte für all diejenigen interessant sein, die eben solche Leute kennen, ja, die wenig Computererfahrung haben. Wo man nicht so ohne weiteres ständig ist. Ne? Also den habe ich 4 Jahre nicht gesehen, den Laptop da. Nicht, dass das jetzt auf die Marke ankäme oder so. Nee, es kommt aufs Betriebssystem an. Ich wollte nur sagen, es ist nichts passiert. Gar nichts. Ne? Wenn ich mir vorstelle, jemand hätte ich jetzt der Windows XP drauf oder so. Ne? Also es war ursprünglich mal Vista drauf, habe ich runtergelöscht. War nicht mehr aktuell. Dann 11.04, ne? Ja, klar. April 2011 das drauf gespielt, unerfahrener User, 4 Jahre lang benutzt, kriegt das Ding eigentlich nur aus einem Grund wieder. Das Internet ging nicht, ja. Ja, warum ging das Internet nicht? Ja, weil ich am Switch versehentlich ein Kabel gezogen habe. Das lag nicht am Laptop. Was hätte ich denn bis heute nicht wieder gesehen oder vielleicht in 10 Jahren, das wäre immer noch nichts passiert. Da wollte ich nur erwähnt haben, es ist nichts passiert, aber zu, aber tot. Fand ich nur jetzt zu schade, ich soll das Ding mal aktualisieren, bevor ich es platt mache. Ich wollte es nur erwähnen, es ist nichts passiert. Und tschüss.